Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Echoes of Mana. Ich habe ein bisschen in die Optionen wieder Rollen gestellt, ein bisschen die Qualität erhöht. Wenn es Schwierigkeiten kommt wieder, dass das irgendwie ruckelig dadurch wird oder zu stark ruckelig wird, dann stelle ich es wieder runter. Dementsprechend wisst ihr Bescheid. Wir machen heute weiter mit dem Event, was wir im letzten Part begonnen haben, und zwar mit den nächsten 5 Story Laut Piraten 1. Auf geht's. Mal schauen, was uns erwartet. Mal sehen. Ich würde mal schauen und mal sehen gleichzeitig sagen. Mal schauen. Freibeuter. Oh, das ist die Musik auf dem Schiff. Ahoi. Willkommen auf der Freibeuter. Ich bin der Steuermann Ramdik. Dann bist du also der Kandidat für den Posten des Captains, den meine Kameraden mitgebracht haben. Wieso sucht ihr denn einen Kapitän? Ist der Kapitän hier nicht Kapitän Hauer? Das war mal Captain Hauer hat. Das ist ein Walross, falls ihr euch wisst, falls ihr euch fragt, was los ist. Pinguinvolk. Ich will für ein Weilchen den Posten des Kapitäns niederlegen. Potzblitz, wie sollen wir das nur überstehen? Wir haben doch nur einen Kapitän. Ohne den werden wir untergehen. Wie kannst du nur so etwas Trauriges sagen? Wohin geht die nächste Seereise? Eine Reise ohne Gleise? Denn es ist eine Seereise. Nur ein Scherz. Wir haben die Übersetzer Spaß gehabt. Nerven wir dich etwa? Unseren Captain, den jeder lieb hatte, wird nun zur Landratte mit einer Strandmatte. Nur ein Scherz. Genau das ist es. Auf genau diese blöden Reime habe ich keine Lust mehr. Ich will mal eine Weile zu meiner Mutter und Tage ohne Reime genießen. Verstanden? Noch sind Sommerferien. Macht in der Zeit einfach, was ihr wollt. Aber was machen wir denn ohne unseren Captain? Seid ihr auf den Kopf gefallen? Was macht man denn als Seemann? Auf Schatzsuche gehen. Schaut her, ihr kriegt sogar eine Schatzkarte, jedenfalls ein Stück davon. Unterwegs findet ihr den Schatz noch schon irgendwie. Ei, ei, vielen Dank, tatsächlich ist die Karte in zwei geteilt. Hab schon gepeilt. Das war auch ein Reim. Tatsächlich ist die Karte in zwei geteilt, hab's schon gepeilt. Beim Klappautomann, genug ist genug. Übrigens, falls ihr noch ohne mich zu einsam werdet, sucht euch einfach einen neuen Captain. Neuen Captain? Deshalb suchen wir nach dem anderen Stück der Schatzkarte und dazu auch nach einem neuen Captain. Auf ihrer Reise bin ich dann auf sie gestoßen. Seitdem ich ihre Verständigung geheilt habe, können sie einfach nicht mehr von mir lassen. Ich dachte, ich müsste sterben. Du bist meine Lebensretterin. Gut, dass ich die richtige Heilmedizin dabei hatte. Eigentlich habe ich kein Interesse an dem Posten als Kapitän. Ich will mich nur um dieses kleine Kerlchen kümmern und auch einen Blick auf den Schatz werfen. Raxa hat mich vor Monstern gerettet. Ah, das war doch ein Klacks. Klang halt nach einem lustigen Abenteuer, also habe ich mich euch angeschlossen. Und Risi? Ich habe auf meiner Reise das Schiff verwechselt und bin so auf dieses Schiff gelandet. Auf den ersten Blick war mir klar, dass du ein geeigneter Kandidat für die Posten des Captains bist. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Das Schiff war sozusagen bereits abgefahren und nun bin ich hier. Alle Kandidaten haben ein natürliches Talent für die Rolle des Captains. Fragt sie nur noch, wen wir nun wählen. Also zu mir passt der Job absolut nicht. Wie wär's mit dir, Raxa? Andere Befehle zu erteilen ist so gar nicht mein Ding, Risi. Du passt doch super zu diesem Job, oder nicht? Das ist gar nicht mein Ding, ja. Doch, Raxa passt eigentlich. Ich meine, vom Design passt sie schon sehr, sehr zu Piraten. Amanda aber auch. Tut mir leid, aber ich muss noch eine gewisse Angelegenheit erklären, bevor ich als Anführerin andere Leute fungieren kann. Naja, eigentlich sind wir keine Leute, sondern Pinguine. Bleibt noch ihr beiden da übrig. Warum eigentlich nicht? Was meinst du, Miku? Du sollst den Posten übernehmen. Da finde ich auch, du scheinst zwar nett zu sein, aber auch eine gewisse Entschlossenheit zu haben. Ja, nicht umsonst kriegt er einen Anime, ne? Okay, falls alle dafür sind, werde ich der neue Kapitän. Super, vielen Dank, Captain Shilo. Lass uns die Fahne von Shilos Piratbande hissen. Na, dann hätten wir das ja geklärt. Captain und Dians, nun gibt es erstmal einen Klamottenwechsel. Oha.
Sind das Piratenklamotten? Wie der frühere Captain schon sagte, nur mit den richtigen Klamotten wird man zum schnicken Seemann. Wie sind aber Frauen? Keine Sorge, für so einen Fall habe ich mir schon besondere Frauenkleider vorbereitet. Ah, wow, bist wohl auf alles gefasst. Diese Klamotten sind echt schick. Oh, die sind wirklich hübsch. Dann lass uns gleich mal umziehen. Oh, wow. Die sind wirklich super. Toll, die sind echt bequem. Haha, ich fühle mich schon wie ein echter Pirat. Da freuen wir uns sehr. Also dann, wie lautet der Befehl, Captain? Ja, Shilos Piratenbande, auf zur See. Aye, aye, Sir. Moment mal, vor dem Schiff lautet ein Schar von Monstern. Aber klar, Bortemann, was machen wir denn jetzt? Ha, nun mach dir nicht gleich in die Hose. Dieses Stirnfriederholz hauen wir einfach in Stücke. Ja, wäre besser als ein Bogen, um sie zu machen. Ist sicherer, wenn wir sie aus dem Weg räumen. Yes. Meint Resi. Was meinst du, Shilo? Wir sind immer startklar. Okay, Vormarsch. Direkt Richtung Monsterherde. Oh, Junge. Die Klamotten sehen wirklich super aus. Da haben sich die Zeichner, die Artwork-Zeichner, richtig was ausgedacht. Haben sie richtig gut hinbekommen. Vor allem müssen sie die Zeichner dieses Spiels ja wirklich ununterbrochen zeichnen. Weil es so viele neue Artworks, jedes Mal neue Charaktere, die neue Artworks brauchen. Uiuiuiui. Und auch die Erinnerungsjuwelen, das ist echt heftig. Gut, danke für die Geisterkristall. Lauf, laute Piraten 2. Ja, dann gehen wir mal hin, ne? Attacke. Und testen wir mal aus, ob das jetzt diese Einstellung, die ich jetzt getätigt habe, ob das auch jetzt ruckelt oder nicht. Ich bin halt gespannt, ne? Also wenn jetzt so eine Kombination wie vorher war, dass ab und zu mal ein paar Ruckler drin sind, ist es nicht so schlimm. Aber wenn es jetzt durchgehend mega nervt, dann mache ich die Auflösung wieder niedriger. Wäre halt schade, wenn ich es jetzt. Ich habe es extra so hochgestellt, damit es besser aussieht. Schauen wir mal. Dann kämpfen wir. Bis jetzt ist da wirklich kein großer Unterschied, ne? Außer dass es besser aussieht. Aber noch hat keiner das Spezialattacke eingesetzt. Vielleicht gleich. Kann ja gleich mal was selber machen. Ich mach das einfach selber. Ich drücke jetzt einfach drauf und dann setzen die Spezialattacke ein. Tja, 2 von 2. Na? Setz die Spezialattacke ein. Genau, das wollte ich sehen. Ja, okay. Ja. Es ist ein bisschen langsamer, aber das ist nicht schlimm. Hauptsache man sieht alles. Aber es sieht besser aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht besser aus. Ja, was so Einstellungen alles möglich machen, ne? Ich musste halt vorher immer die Auflösung so niedrig wie möglich machen, damit ich es halt zu meinem Rechner streamen kann, weil das halt wirklich unangenehm ist. Und das war halt auch, deswegen war auch die Qualität nicht so gut, ne? Ich war mir dessen bewusst. So ist das nicht. Ich war mir dessen bewusst. Ich mochte es ja auch nicht, aber irgendwie musste ich das ja spielen, ne? Irgendwie musste ich das ja spielen. Hätte ich das nicht gemacht, hätten wir die ganzen Events, die es jetzt schon bei mir auf dem Kanal gibt, hätten wir dann verpasst. Oder hättet ihr nicht mehr erleben können. Das wäre halt schade. Weil von dieser Methode, die ich jetzt aufnehme, habe ich auch nur erst jetzt vor kurzem erfahren. Danke. Laute Piraten 3. Ich weiß gar nicht, wen ich auf die Thumbnails packe. Die sehen alle so toll aus. in ihrer neuen Piratentracht. So, der Kämpfer. Zeigt, was ihr könnt. Multipler Schnitzer. Gut.
Das ist auch die 1:1 die Musik aus Legend of Mana, ne? Die fehlt mir. So, ich frage mich ja, wann wir den ersten Boss treffen. Oder was der Schatz überhaupt ist. Bestimmt ein Schatz. Milliarden an Geisterkristallen. Alter, das wär's, oder? Also wenn ich mit meinem Hauptteam hier durchgegangen wäre, wäre es ja schon längst also vorbei, ne? Es wäre in Sekunden wären die Gegner hier K.O. Das wäre kein Ding von Sekunden gewesen. Aber ja, mittlerweile trainiere ich mir ein bisschen unterschiedliche Charaktere hoch, einfach nur damit ich für jede Situation auch ein bisschen gewappnet bin. Ist auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir die Story komplett machen können, wegen den, weil man ja bestimmte Art von Punkten braucht, um immer weiter zu spielen. Aber wahrscheinlich verwende ich einfach meine Tickets oder so, die ich da noch habe. Ich habe nur in diesen Let's Plays die Tickets benutzt. Ansonsten habe ich, während ich immer gespielt habe und gelevelt habe, ja einfach dann aufgehört nach einer halben Stunde wieder und habe einfach nächsten Tag weitergemacht, ne? Also mit Tickets meine ich natürlich hier oben die Energie. Aber wir haben jetzt noch 145, also geht das ja schon. Verlange nach dem Schatz. Quest mit hohem Schwierigkeitsgrad, Magiesplitter. Magiesplitter, die man im Turm von Gabardine erhalten kann, können beim Eintausch gegen noch bessere Gegenstände eingetauscht werden. Ah, die Pinguine sind super. Yoho, Ladies and Gentlemen der Meere. Hm? Das da hinten. Also echt. Wann sind wir denn endlich mal am Ziel? Nach der zusammengebastelten Schatzkarte zu urteilen, müsste es irgendwo hier in diesem Meeresgegend sein. Irgendwie komisch, auf dieser Karte sind weder Inseln noch andere Dinge eingezeichnet. So viel Grübeln hilft auch nicht. Lass uns ein wenig relaxen. Eine Seereise schließlich etwas Entspannendes. Es war auch in Legend of Mana so eine scheiße Karte. Ich sag Entschuldigung, aber es war wirklich richtiger Mist. Da musste man auch durch eine Schatzkarte so navigieren und man muss halt raten anhand der Sätzen, was die Pinguine da sagen, musste man ungefähr erahnen, wo man ist auf der Seekarte. Und das war wirklich ein Scheiß, Alter. Meine Güte, dabei war er im Kampf so heldenhaft. Im normalen Alltag ist das so nonchalant. Nonchalant. Alter, Resi sieht aber auch wirklich. Uiuiuiui. Aber ich kann nicht verstehen, das Wetter ist einfach so herrlich. Huch. Der Wind hat aufgehört zu wehen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Captain da! Was ist denn plötzlich? Vor uns befindet sich ein merkwürdiges Schiff. Außerdem werden wir in Richtung dieses Schiffs herangezogen. Weil es vollkommen windstill ist, können wir auch nicht einfach umlenken. Was sollen wir tun? Was anderes als uns dem Schiff zu nähern, können wir jetzt nicht tun. Vorsicht ist geboten. Rudert! Ein anderes Schiff also? Eigenartig, woher kommt der Nebel auf einmal her? Achso, ein Piratenschiff wieder. Also dieses eine Schiff, was es auch in Twice of Mana gibt. Warum setzen sie auch auf da ein, ne? In den Mana-Teilen? Ich glaube, in Heroes of Mana war auch mal einmal da. Oder war das was anderes? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts mehr sehen. Wo ist das Schiff nur von vorhin? Schau doch, es ist genau vor unseren Augen. Echt riesig, dieses Schiff. Es ist ziemlich gruselig. Ich habe Angst. Irgendwas ist hier oben. Ist ja faul. Obwohl es riesig ist, scheint niemand an Bord zu sein. Ha, das riecht nach Ärger. Hier sollte doch übrigens das Ziel der Karte sein, oder nicht? Ist dieses Schiff etwa das Ziel? Aber das ist doch... Ja, sieht aus wie ein Geisterschiff. Was machen wir nur? Wenn ihr da nicht hin wollt, dann passt ja auf. Da könnten sich Monster eingenistet haben. Oh. Wenn ihr da wirklich hin wollt. Auf geht's. Es kann immerhin sein, dass jemand dort unsere Hilfe braucht. Ich glaube, in Twilight of Mana ist man da sogar gestorben. So wirklich richtig. Einverstanden. Falls sich dort wirklich eine böse Macht aufhalten sollte, können wir nicht einfach tatenlos sein. Richtig. Wir müssen... Böses muss eliminiert werden. Ein Piratenschiff also. Interessant. Werden wir
Im nächsten Part werden wir das begutachten, ja? Ich mache die Parts ja immer so immer von hier, Ecke so mal so kurz, weil ist immer super, wenn man es so machen kann, finde ich persönlich. Ja, es war Streckung vom Part, von der Partlänge, von dem Partanzahl, aber hey, im nächsten Part werden wir dieses Geisterschiff mal näher untersuchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.